So, willkommen zurück. Danke fürs Einschalten. Weiter geht's, Hof Bergmann, Let's Play. Wir möchten jetzt Feld 5 kalken. Dafür schalten wir hier um auf Düngen und Säen. Kursgenerierung, Feld 5, 18 Meter rundherum. Eine Vorgewendebahn. Und er fängt an auf dem Vorgewende. Und generiere Kurs. Gut. Zurück. Speichern. Feld 5. Kalk. 18 Meter. Speichern. Und einstellen. Gut. Er macht das jetzt für uns, musste noch Kalk drauf. Wir müssen natürlich auch noch Dünger draufhauen. Jo. Ah, jetzt habe ich den Kurs gelöscht, scheiße. Ja, der Fendt, der fährt Wasser oben für unsere Gemüsefarm. Die haben wir ja in der letzten Folge gekauft. So, tun den befüllen. Wir werden gleich mal ein Pferd ausreiten. Ich kippe jetzt hier, ich kaufe jetzt noch so ein, zwei Anhänger Mist. Die werde ich dann hier oben hinkippen, dass wir dann beim Frontlader nur noch dann reinschütten müssen, bei Bedarf quasi, dass wir hier sonst dann keinen Mist mehr hinmachen. Den habe ich auch nur gekauft, weil wir aktuell noch zu wenig haben und hier kein Mistankauf quasi eingebaut ist in dieser Map. Deswegen habe ich den platziert, den werde ich natürlich auch später wieder entfernen. Genau, die schütten wir jetzt, machen wir uns hier einen schönen Haufen, schütten wir uns hier hin. So. Dann fahren wir den wieder rückwärts hier dran. Kaufen noch ein bisschen was an Mist. Ja, dann können wir wieder die Milch bei den Kühen holen. So, wo ist denn der andere Fendt? Genau, der ist auch schon wieder voll. Zack. Zack. Motor starten. Dann kann der wieder da hochballern. Er ist noch am Mist kaufen. Den werden wir mal oben in die Halle stellen. In Front die Schaufel. Ja, wir müssen uns, glaube ich, eh noch mal eine Schaufel kaufen, dass eine immer hier auf dem Hof ist und eine oben am Gemüsehof bleibt. Genau. Ja, dann möchte ich eigentlich auch mal Gras mähen, aber wir haben noch kein Grasfeld, leider. Ja, die Gülle können wir umpumpen. So, den stelle ich daneben. So, den machen wir aus. Jetzt steigen wir erstmal in den Gator ein. Die Zeit kann ich ja immer ein bisschen vordrehen auf 5. Das ist nicht also lange dauert. So, dann ziehen wir uns hier noch ein bisschen Milch. Mal Klappe aufmachen hier. Haben zwar nur 700 Liter, aber ist besser wie gar nichts. Die werden wir dann direkt wieder umfüllen, dass man hier nicht noch die Ballen umfahren. So. Gucken wir mal, wie viel Käse da überhaupt schon liegt. Und überhaupt ein kompletter Leib da liegt. So, einmal umladen. Aufmachen hier. Oh, schon mehrere. Sind sogar schon welche fertig. So. Rein. Auch da rein. Zack.
Mensch, wunderbar, wie das hier geht, ehrlich. Ja, vielleicht fahren wir auch gleich mal zum Händler und holen die Buttermaschine. Und das würde mich auch mal interessieren. Dass wir dann auch Butter herstellen können. Dann müssen wir mit am besten, ja, gucken, wie wir es am besten oder am klügsten, sag ich mal, so machen. Die werde ich dann mal noch mal kurz hier reinlegen. So. Bergmann Käse. Schmeckt bestimmt lecker. Zwei. Und die Nummer 3. So, wie ist, verhält sich das denn hier mit der Produktion? Okay. 1400 Liter Milch sind jetzt hier wieder drin. Sehr gut. Unser Käse. Hier wieder die Tür zu. Und steigen. Ah, okay, der hat noch gar nicht alles gemacht hier. Dann machen wir den Rest schnell. Genau, machen wir erst den, dass wir den wieder losschicken können. Gerade gucken, der hat noch nicht komplett voll. So. Den gleich wieder los, dass der wieder Wasser ziehen kann. Wir sollten uns vielleicht noch mal ein größeres Fass kaufen. Das ist mit 18.000 Litern. Mal gucken, was das kostet. Ja, das kann aber. Das ist ja normales Wasser, ne? Genau. Silberfarbe lassen wir so. Nokian lassen das alles so und kaufen es für 17,5. Dann müssen wir da nicht ständig das Wasser so ziehen. 1000 Mai. Den muss gelöscht gehabt. Den einstellen. Den ziehen wir noch einen Anhänger, kippen den dahin. Ich hoffe, dann sollten wir erstmal genug Mist hier oben haben, dass wir uns versorgen können. Tag, ohne dass wir unser Mist quasi, den müssen wir ja dann auch alles hier hochfahren, aber wir produzieren noch zu wenig. Ich das hier natürlich auch nicht alles hier gemacht, hier genug bis produzieren würden. Ein Anhänger kriegt er noch, dann ist Schluss, dann mache ich den Misthaufen hier auch wieder weg. Der wird dann wieder verkauft. Zwischen, zacki zacki, Motor an. Können wir den auch schon wieder kalt kaufen lassen? Weil im Lager bei uns haben wir noch nichts eingelagert. Lassen wir den kalt kaufen und wir müssen dann auch noch hier drüber dann einmal düngen, dass wir die zweite Düngestufe kriegen. Ja, ich hätte es vorher machen sollen, ich weiß. Reißt mir bitte nicht den Kopf ab. Ich hab's selber vergessen. Deswegen machen wir so, düngen drüber, dann ist das Weiße auch weg. Quasi der Kalk.
Wollen wir mal hoffen, dass er schickt. Mal kurz aus, positionieren uns hier richtig, dass der Kalk auch in die Ecke richtig reinkommt. So, und vorwärts und den Streuer an. Na, wird er schicken, der Kalk? Zur Not zwei Kalk-Big Packs habe ich auch noch da im Regal stehen bei mir. Warte doch, dann, dass es dann auf jeden Fall schicken wird. Ja, dann muss ich auch unbedingt mal mein Lenkrad fertig machen und anschließen. Ich vergesse das immer wieder, ich sag's euch. So, war das auch hier fertig? Die Ecke noch, jawohl. Mal zusammenklappen. Dann Treibeisen. Überführung einstellen und den schicken wir jetzt zum Händler. Stellen das Gülle oder eher gesagt dieses kleine Fass hier hinten bei die Güllegrube, wo es auch stande. Hier wieder hin. Lass uns mal hier im Gras stehen und dann weiter zum Laden quasi der Gülle nutzen. Dann werde ich auch gleich den Frontlader mitnehmen und eine zweite Schippe kaufen, dass eine da hochkommt zum Dingshof und den Frontlader umlackieren. Genauso wird gemacht. So, dann fahren wir selber mal. Genau. So, Frontlader umlackieren, Schaufel kaufen und die Dings kaufen. Und das Wasserfass mitnehmen. Gucken, ob wir den da vorne noch einholen. 724er. So, Kredit wollte ich erstmal keinen mehr aufnehmen. Weil wird erstmal so schicken. Und zur allergrößten Not. Warum schleicht der denn schon wieder hier so darum? Das gibt's doch gar nicht. Kann den jedes Mal einstellen, wie ich will. Der fährt immer nur 14. Naja, egal. Dann kann er ein bisschen gucken. Worauf ich gerade hinaus wollte, ist, vielleicht kaufen wir uns noch ein Feld, dass wir wenigstens zwei in Bewirtschaftung haben, aber wir müssen halt auch gucken, dass das alles mit den Kühen so passt, ne? Ja. So, da ist unser Wasserfass. Tun wir erstmal den Frontlader umlackieren. Abhängen. Den raus hier. Konfigurieren, Farbe, Jet. Voll. So. Hallo, die Dame. Ich hätte gern von Fliegel die Frontladerschaufel. Haben sie denn da was im Angebot? Ja, genau die mit 6000 Litern, bitte.
Ach, sie haben noch eine auf Lager, das ist aber sehr gut. Wunderbar. Kann ich ja dann direkt mitnehmen, oder? Ja, das. Okay, alles klar. Dankeschön, bis denn. Mensch, freundliche Händler hier. Gibt's alles direkt. Und leider keine Prozente. Mal den erstmal. Zum Hof. Den Fisch da rein. Das verschieben wir da rein, wenn wir schon mal hier drin sind. Den 5 Kalben da rein. Dann Händler. Einstellen. Feuer frei. Gucken nach dem 724er. Ist er denn schon da? Jawohl. Fahrer entlassen. Ruge auf. Einmal mit Kalk vollballern. Aktivieren. Muss ich hier mal gucken. Das Auto. Stelle. Ja. So. Ist auf dem Weg. Den tun wir dann jetzt abladen nochmal. Und den Misthaufen verkaufen. Sollte es, denke ich mal, hier gut sein. Ja, im Ganzen. Bis dahin, bis wir das hier verbraucht haben werden, weil ich denke mal, auch unseren eigenen Mist so weit haben, dass wir da was nutzen können, auf jeden Fall. So. Wunderbar. Dann schicken wir den nach Heme. Gemüsehof. Ja. Jetzt hier los. Oh, okay. Alles klar. Im 24er steckt im Verkehr fest. Dann fahren wir mit dem erstmal nach Heim. Da muss ich auch mal gucken, ob es für Curseplay ein Update irgendwo gibt, dass ich das dann aufspiele. Ist ja auch nicht schlimmer, selber zu fahren. Von daher, das erleichtert einen halt nur vieles, gerade so was so Feldarbeit und Überführungsarbeiten angeht. Das ist schon echt top, ne? So, was ich allerdings auch noch brauche, ist ein Heckmähwerk mit Schwartablage. Da müssen wir mal gucken, ob ich da mal was Gutes finde. Ich glaube, ich habe so eine Ahnung, was passiert ist. Ja, alles klar. Ja, mal Kuddelmuddel. So, dann tun wir den mal entlassen.
den auch dann direkt beladen. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir sehen uns dann. Mal gucken, vielleicht heute Abend nochmal in der nächsten Folge Hof Bergmann. Ich weiß dann nicht, ob ich heute eine zweite hochlade. Ja, euch einen schönen Rest Donnerstag. Und bis denn dann. Macht's gut. Ciao.